Ja, er pellt sich auf. Interessant sieht er aus. Das muss man ihm lassen. Aber eigentlich ist das schon fast hoch genug, wenn wir jetzt noch 15 draufsetzen. Brauche ich gar nicht viel höher gehen. Mal gespannt, ob wir jetzt hier noch Kürbisse drin haben. Hab jetzt keinen Bock, bis dort hinten hinzulaufen. Ah, schaut mal an. Haben wir noch genug von? So. Von hier sieht er interessant aus. Im Dunkeln wird er noch interessanter aussehen, wenn dann wirklich auch die Kürbisse zur Geltung kommen. Ihr könnt nicht sagen, dass ich einfallslos baue. Dabei hat das Ding ganz eckig begonnen und eigentlich wollte ich es, als ich geplant habe, auch nur ganz eckig eigentlich hochziehen. Der Rest hat sich jetzt erst nach und nach beim Bauen entwickelt. Mit den Schrägen, dann, dass die breiter auseinandergehen. Oh ja. So. Dann geht's weiter wie gehabt. Zwei. Das sollte nicht so oft passieren. Ich will diesen Sprung nicht provozieren. Ja. Na? Aber eigentlich ist das so ohne Fenster schon fast schöner, wenn man sich so frei rauslehnen kann und die Aussicht richtig genießen kann. Besonders wenn das hier irgendwann wirklich mehr Stadt sein wird drumherum, hier der ganze Sektor. Und vielleicht nur noch in der Ferne, ganz in der Ferne, Land zu sehen ist. Das hier kommt ja weg. Und das hier vorne auch. Ja, die Wüste bleibt ja da. Ja, die ist aber fest mit der Insel da verbunden. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Naja, werden wir ja sehen. Erstmal lebe ich ja im Hardmode noch. So, das ist dann die 6. Man überlegt, wie viele Bäume wir jetzt gefällt haben für den Turm. So, 8. Wird reichen. 10. Zwölf.
Und der nächste Stamm wird angebrochen. 14. Der, nee, der ist nicht so hoch wie der da drüben. Aber reicht. Dafür ist hier ja die Umgebung nicht ganz so hoch wie dort drüben. Da drüben haben wir ja doch schon Skyline. Ah, ein schöner Blick auf den Hafen von hier oben. Von hier sieht das Schiff doch auch richtig gut aus. Ja, das war jetzt 14, oder? Einer noch drauf. So. Jetzt habe ich mich wieder ablenken lassen. Jetzt habe ich mich sicher verzählt. Aber egal, dann ist der Oberste halt 16. So. Jetzt aber. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Ich da noch einen kleinen Kranz. Ja. Das war auch mal wieder eine sehr schlaue Sache von mir. Er ist falsch. So. Und jetzt kommen die hier. So hin. Fertig. Sehr melonig, kürbissig, aber passt schon zum Turm. Gut eingefädelt. Diesmal nicht so nah dran. Dann klappt das auch wunderbar. Ach. Ja. Oh, wie ich das hasse. Also früher ging das immer problemlos, fand ich. Inzwischen. Ich weiß nicht, haben sie da irgendwas dran gemacht? So, und jetzt gucken wir uns das Ding mal von Weitem an. Jetzt ist es auch gerade schön dunkel. Da sieht das dann auch gut aus, hoffentlich. Wow, der ist bis nach unten durchgekullert. Ach Mann, ich will doch nur da vorne auf diesen Hügel, wo die ganzen Monster stehen, die Aussicht genießen. Und dann Skelette. Ja. Ey, der hat gar nicht geschossen. Diesen Winkel konnte er gar nicht schießen. So, jetzt aber. Ja, ein sehr interessantes Modell von Turm. Sowas hatten wir auch noch nicht. Gefällt mir auf Anhieb. Muss ich sagen, gefällt mir.
hat was Außergewöhnliches. Ja. Das sieht von hier auch außergewöhnlich aus. Vor allem, weil es so viele Farben hat. Oh ja. Ach, wisst ihr was? Steigern wir die Produktivität nochmal. Wenn uns irgendwann der Spielstand abschmieren sollte oder es rumlecken sollte, können wir sie immer noch kaputt machen. Aber noch habe ich hier 60 FPS. Wieder eins mehr. Na, insgesamt schon zwei. Na, waren sehr unproduktive Eier. Ja, langsam hat das fast schon Ausmaße erreicht, wie auf meinem Server. In der Zeit, wo ich ein Stack esse, sechs neue produziert. Ich weiß schon fast nicht mehr, wohin mit dem Scheiß. Hallo Spindchen, komm mal her. Yay. Und wie sieht's hier hinten aus? Eigentlich sollten wir im Rahmen noch gewesen sein. So ganz knapp, also. Oh, yeah. Nett, oder? Haben wir Platz? Wir sollten uns Platz machen. Denn jetzt wird geschnetzelt. Also das wird ja immer produktiver quasi. Deshalb, am Ende einer jeden Aufnahme, wenn wir hier in der Nähe waren, sollten wir das mal lernen und dann wirklich Vergleiche ziehen. Wie das in der letzten Aufnahme noch war und wie das dann jetzt ist. Da kommen wir noch auf 29 oder sogar auf 30 mit den ganzen Hühnern. Die hier müssen wir auch mal alle schälen, pellen, töten. Jetzt haben wir schon wieder genug Eier, um sie da reinzuwerfen. Ah, ich glaube, da warten wir, bis wir ein bisschen mehr haben. Würde ich nicht jetzt eigentlich einen Kabelturm bauen? Egal, haben wir nächstes Mal noch Kabel. So. Jetzt gehen wir nochmal Hühner schnetzeln. Da ist einer aber gerade richtig in die Eisen gegangen. Und das alles, um das nochmal zu betonen, komplett spawnerfrei. Das heißt, das kann man einfach so bauen, ohne jetzt irgendwie auch nur ansatzweise in Einführungsstrichen cheaten zu müssen.